Der Ellencurves Modifier ist das Tool, was du verstehen musst, wenn du in DaVinci Resolve gute Animationen zeitresponsive machen möchtest. Und in diesem Video gebe ich dir einen kompletten Guide und obendrein zeige ich dir, wie du deine Animation Framerate unabhängig machst und eine Master Timeline Control erstellst, die dann am Ende bestimmen kann, wie schnell deine eine Animation sein soll und ob du überhaupt Ein- und Ausanimationen haben möchtest. Auf geht's! Okay, in DaVinci Resolve möchte ich mir erstmal nur zu Demonstrationszwecke eine Fusion-Komposition hier reinziehen und dann damit in Fusion gehen. Wenn du jetzt den Ellencurves Modifier anwenden möchtest und Dinge zeitresponsive machen magst, dann müsstest du das auf einem Tool machen. Also als Beispiel ziehe ich mir jetzt mal hier ein Rectangle rein. Und jetzt ist ganz wichtig, ich kann den Ellencurves Modifier nur auf Winkelkontrollen und auf Slider Controls anwenden. Du siehst, wenn ich hier mit Rechtsklick auf einen Wert gehe, Modify with Ellencurves, dann kann ich den anwenden. Aber wenn ich zum Beispiel auf einen Center-Parameter klicke, Modify With, finde ich den hier nicht. Und das liegt halt daran, dass der Ellencurves-Modifier immer nur einen Wert verändern kann. Aber wenn du jetzt zum Beispiel den Center animieren möchtest, gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch da mit dem Ellencurves-Modifier zu arbeiten. Und hier ist ganz wichtig zu verstehen, was Modifier im Eigentlichen sind. Modifier sind automatische Berechnungen, die dann einem Parameterwert sagen, wie sollst du dich ändern? Und das Coole ist, es gibt Modifier, die genau eine Berechnung darstellen für Centerpunkte, also für Koordinaten. Und die kannst du auch anwenden. Aber wie man Centerpunkte animieren kann, das schauen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt in dem Video an. Lass uns erstmal grundsätzlich verstehen, wie der Ellencurves Modifier funktioniert. In unserem Rechteck möchte ich jetzt hier mit Rechtsklick auf die Width ein Modify With Ellencurves Modifier heraufbeschwören. Und dann findest du in den Modifiers jetzt diesen Ellencurves Modifier on Rectangle Width. Das bedeutet, dieser Modifier beeinflusst quasi meine Breite. Und jetzt kannst du mal sehen, die ganze Animation geht von Frame 0 bis Frame 245 einmal von 0 auf 1 hoch. Und das liegt daran, dass ich hier in dem Modifier die Scale auf 1 habe. Würde ich die auf 0.5 setzen, dann würde er nur bis zur Hälfte gehen. Und das ist auch in der Breite so repräsentiert. Die Scale ist also der Faktor dieser Animation. Es geht also von 0 bis 0.5. Und in dem Offset kann ich denen einen Anfangswert geben. Bedeutet, wenn ich diese Animation nicht bei 0 starten lassen möchte, sondern bei 0.25, dann habe ich am Anfang schon ein Rectangle, was 0,25 breit ist und das geht dann über die gesamte Zeit um 0,5 weiter nach oben. Du siehst, jetzt sind wir bei 0,725. Du siehst, es ist also vorher schon wichtig zu wissen, wie stark dein Parameter ausschlagen soll, um dann den korrekten Wert in der Scale einzutragen. Okay, weiter geht's. Ich setze mal den Offset zurück. Mein Rectangle wird jetzt hier also nur groß. Das ist halt ein bisschen lahm, weil es halt nur eine Ein-Animation ist. Und wenn ich eine Aus-Animation haben will, dann kannst du Folgendes machen. Du kannst hier auf Mirror stellen. Und damit wird quasi auf Hälfte meiner Zeit das Ganze rückwärts abgespielt. Du siehst, mein Rectangle wird größer und wird dann auch wieder direkt kleiner. Und das Coole ist, das Ding ist jetzt schon zeitresponsive. Wenn ich jetzt also hier in DaVinci Resolve bin, geht meine Animation über meine gesamte Timeline rein und wieder raus. Wenn ich das jetzt kürzer mache, dann staucht sich quasi meine Animation und sie wird in dem Sinne schneller. Und so kannst du dir das vorstellen, der Ellencurves Modifier sagt über diese gesamte Zeit, mache diese Animation. Und der Ellencurves Modifier macht genau das. Ich nehme Mirror nochmal ganz kurz raus. Okay, das ist jetzt meine Animation, aber sie ist nicht gerade spektakulär, weil das Ding über die gesamte Zeit einfach nur einmal größer wird. Was kann ich jetzt machen, um das interessanter zu machen? Ich habe hier oben die Möglichkeit unter Curve dieses zu easen, also die Ein-Animation und die Aus-Animation des Ganzen zu bestimmen. Das bedeutet, ich kann dem am Anfang
einen exponentiellen Vorlauf geben und damit siehst du, bleibt der am Anfang mehr stehen und breitet sich dann auf einmal schnell aus. Und ich kann natürlich auch die Ausanimationen bestimmen. Ich kann den zum Beispiel hier auf Bounce setzen und damit bounzt das so ein bisschen am Ende noch. Aber was passiert jetzt, wenn ich Mirror anwende? Wenn ich Mirror anwende, dann sagt er mir ja, okay, spiel meine Animation und ab Hälfte der Zeit dreh sie um. Das bedeutet, meine gesamte Animation wird jetzt doppelt so schnell. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, der Mirror Modifier halbiert quasi all das, was du in den Anim Curves Modifier gemacht hast, zeitlich und alles wird doppelt so schnell. Okay, aber das sieht ja nicht nach einer coolen Animation aus. Lass uns mal verstehen, wie wir jetzt daraus eine eigene handgemachte Animation machen können. Wir haben hier unter Curve den Type Custom. Und damit geht er uns erstmal komplett wieder zu unserem linearen Ausgangspunkt zurück, wo er linear reinkommt und wieder rausgeht. Und in diesem Spline-Feld können wir jetzt hier Punkte einzeichnen. Und damit du besser verstehst, wie dieses Spline-Feld hier gelesen wird oder dieser Graph, nehme ich erstmal Mirror raus. Okay, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, eigene Punkte reinzusetzen, indem ich einfach reinklicke und mir hier Punkte reinziehe und diese zum Beispiel auch mit den Shortcuts, die du aus den Splines vielleicht schon kennst, also Shift-F und Shift-S, Dinge zu bearbeiten. Bedeutet, ich kann jetzt hier eine Animation machen. Und du siehst, am Anfang ist es 0 und wobbelt dann so durch. Eben genau diesen Verlauf, den ich hier beschrieben habe. Und um zu verstehen, wie dieser Verlauf funktioniert, müssen wir die In- und die Out-Parameter verstehen. Wenn ich jetzt hier auf einen Punkt klicke, dann hat er einen In- und einen Out-Parameter. Der In-Parameter bedeutet die zeitliche Achse. In 0 ist also unser allererster Frame und In 1 ist unser allerletzter Frame. Aber was macht der Out-Wert? Der Out-Wert ist der Faktor, mit dem die Scale multipliziert wird. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, okay, ich möchte zum Beispiel, dass das am Ende auch wieder klein ist, also 0, nehme ich hier den Out-Wert einfach runter auf 0. Und jetzt muss ich hier auch nochmal die Spline ein bisschen gerade ziehen, also mit Shift-F eine gerade Spline machen. Und damit kommt meine Animation am Anfang rein und bleibt dann auch eine ganze Weile weg. Und zwar, wenn wir uns das hier angucken, dieser Punkt ist bei 0.6. Ich setze ihn mal auf 0.5. Um das zu verstehen, 0.5 ist quasi die Hälfte meiner Timeline. Also in diesem Fall habe ich jetzt 50 Frames in meiner Animation. Also bei Frame 25 ist das Ding 0. Wenn ich jetzt meine Zeit beeinflussen möchte, dann kann ich das eben genau darüber tun, indem ich Zeitverhältnisse anpasse. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Animation wirklich genau nach einem Viertel meiner Timeline ansetzen lassen möchte, dann klicke ich hier rein und 0.25. Bam. Damit ist genau nach einem Viertel meiner Timeline, also 12 Frames, mein Maximalausschlagpunkt erreicht. Aber behalte mal das im Kopf, was ich zu Mirror gesagt habe. Mirror macht jetzt quasi, dass meine Timeline ja einmal abgespielt wird und dann auf Hälfte wieder zurück abgespielt wird. Bedeutet, meine Timeline wird halbiert. Wenn ich jetzt also mir meine Animation angucke, dann ist sie so schnell. Wenn ich jetzt Mirror anhake, dann wird sie zweimal gespielt, aber doppelt so schnell. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Mirror verdoppelt deine Geschwindigkeit. Aber ich habe jetzt natürlich eine Möglichkeit, eine Animation zu machen, die reinkommt und wieder rausgeht. Das ist der Vorteil daran. Oh, apropos reinkommen. Ich wollte dir ja noch zeigen, wie man den Center-Parameter mit dem Anim Curves Modifier animieren kann. Folgendes. Ich lege mal die Animation flach, indem ich hier mal den ersten Wert auf 1 setze. Damit habe ich quasi gar keine Animation. Und jetzt kann ich quasi, ohne dass mich die Animation stört, den Parameter ändern. Und den Center-Parameter kann ich über Modifier verändern, die dann wieder von dem Anim Curves Modifier getrieben werden. Also Modifier Stacking, also Modifier auf Modifier. Und das wird später nachher noch interessant, wenn wir die Master Timeline Control bauen. Wenn ich jetzt den Center-Parameter animieren möchte, dann macht man ja es meistens, dass man zum Anfang geht, einen Wert setzt, weitergeht und du siehst, ich habe hier jetzt auf einmal schon einen Path-Modifier angelegt, einfach nur indem ich das Tool gekeyframed habe. Und das ist ganz wichtig zu wissen, jeder Pfad, den ich animiere, also zum Beispiel hier diesen Dreieckspfad,
den dieses Rectangle geht, ist bereits ein Modifier. Und dieser Modifier, also dieser Path Modifier, wird getrieben über das Displacement, was quasi die Länge deines gesamten Paths ist. Und das ist, wenn du dir das anguckst, ist das am Anfang 0 und am Ende 1. Und du weißt, was auch 0 und 1 ist? Der Anim Curves Modifier. Ich kann jetzt also rauskriegen, wo dieser Punkt hier ist im Verhältnis zu den anderen. Das ist hier nämlich 0.4728. Das kopiere ich mir mal. Und jetzt kann ich mit Rechtsklick meine Animation entfernen, indem ich hier Remove Path Displacement anklicke und kann jetzt hier stattdessen Modify with Anim Curves anhaken. Und der Anim Curves Modifier, der geht jetzt natürlich von Anfang bis Ende deinen Pfad ab. Und wenn du das verändern willst, kannst du natürlich sagen, okay, ich möchte hier eine Custom Curve haben und ich möchte, dass der zu einem bestimmten Punkt in der Zeit, also zum Beispiel 0.25, und der Out-Wert ist dann dieser Wert, den wir bereits kopiert haben, ne? Und dann nehme ich einen weiteren Punkt, zum Beispiel 0.75, und hier ist auch wieder der Out-Wert derselbe, den wir vorhin hatten. Die smooth ich jetzt noch, Shift-F. Und damit fängt meine Animation an, hält kurz und geht dann zurück zum Path. Und den kann ich natürlich dann auch wieder auf Mirror stellen und damit habe ich so eine Animation, die hin und her zuckt. Das wäre ein Weg, aber gerade für gerade Bahnen bietet sich nicht der Path Modifier an, sondern ich entferne den mal mit Rechtsklick, Remove Path, und kann jetzt hier zum Beispiel das wieder zurücksetzen und mit Rechtsklick Modify with Vector Result animieren. Und Vector Result macht nichts anderes, als eine gerade Bewegung zu kalkulieren anhand eines Winkels. Also ich kann jetzt mehr oder weniger den Winkel ändern und kann damit den Startwert ändern. Aber die Distance ist am Anfang minus 1 oder 1 und am Ende 0. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier Modify with Anim Curves mache, dann möchte ich die Werte invertieren, sodass ich quasi am Anfang weit weg bin und am Ende da. So, aber für die weitere Demonstration brauche ich das nicht, deswegen entferne ich das mal einfach Remove Vector. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil. Denn um den Anim Curves Modifier in seinem gesamten Potenzial zu nutzen, musst du verstehen, wie dieser Source Parameter da oben funktioniert. Hier oben habe ich das Source-Feld und die Source sagt an, wie der Anim Curves Modifier seine Zeitlinie interpretieren soll. Und ich habe hier drei Modi, Duration, Transition und Custom. Bisher waren wir in den Transition Mode, aber wenn wir in den Duration Mode umschalten, und das ist das, was die meisten ein bisschen komisch finden, ist prinzipiell nichts anderes da. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Modi ist wie der Startframe gesetzt ist. Transition geht davon aus, dass der Startframe hier 0 ist. Duration berechnet das Intervall, also von dem ersten Frame, an dem hier mein Marker angeht, bis zum letzten Frame mein Marker angeht. Und damit ich dir das zeigen kann, was ich meine, mache ich mal Folgendes. Ich gehe zurück in die Edit Page und dupliziere mir mal meine Komposition, verlängere die um eine Sekunde, croppe aber von vorne, also von meinem Startframe aus, eine Sekunde rein. Und wenn ich jetzt in diese Komposition reingehe, ist mein Startwert hier, mein Startframe, bei 50. Und wenn ich den Mode auf Duration habe, dann ist das immer noch dieselbe Animation, die ich am Anfang hatte. Aber wenn ich jetzt den Mode auf Transition stelle, passiert einfach gar nichts. Und das liegt daran, dass der Transition Mode hier bei in 0 von Frame 0 ausgeht und wir hier bei Frame 50 starten und damit kommt er nicht klar. Deswegen ist der Transition Mode vor allen Dingen für Transitions zu nutzen. Denn Transitions in Fusion, also DaVinci Resolve, in einer Fusion Timeline starten immer bei dem Frame 0, egal wie lang du sie ziehst. Und Duration nutzt man eher für Title-Animationen, die man von links und von rechts reincroppen kann, um quasi die Timeline richtig zu haben. Das machen jetzt Transition und Duration. Aber was macht dann die Custom Source? Wenn ich die Source auf Custom stelle, dann bekomme ich hier einen Input, an dem ich drehen kann und der bestimmt quasi, wann 1 erreicht wird. Also hier dieser In-Wert
wird quasi durch die Custom Source bestimmt. Also ich kann jetzt hier auf 2 hochgehen, das macht immer noch nichts, weil dieser In-Wert geht ja quasi nur von 0 bis 1. Das bedeutet, in dem Wert von 0 bis 1 kann ich jetzt einen Wert verändern und den per Keyframes zusetzen. Aber Keyframe würde ja das ganze Zeit-Responsive-Ding kaputt machen. Was können wir stattdessen machen? Und du errätst es wahrscheinlich schon. Einen anderen NMCurves-Modifier nutzen, weil der ja schon von Haus aus von 0 bis 1 geht. Über die gesamte Timeline. Und damit sind wir schon bei dem geheimen Trick, wie ich es geschafft habe, in den letzten Presets eine Timeline-Animationskontrolle zu erstellen. Und ich zeige dir, wie es funktioniert. Ich hole mir hier mit Shift-Space eine Dissolve-Node rein, weil Dissolve einfach von Haus aus immer Werte zwischen 0 und 1 hat. Aber du kannst natürlich auch jeden anderen Slide-Regler hier haben. Und auf den klicke ich mit Rechtsklick drauf, Modify with NMCurves. So, jetzt habe ich einen NMCurves-Modifier. Den stelle ich auf Duration, wenn ich eine Titelanimation mache, wenn ich eine Transition mache, auf Transition. Aber nicht auf Custom, weil das hier wird unsere Master-Zeitkontrolle. Also ich stelle den jetzt mal auf Duration und habe jetzt quasi meine Timeline-Scale. Und der wird rot, weil ich den nicht anzeigen kann, weil der nicht verbunden ist. Das macht aber nichts, denn Modifier sind im Hintergrund von DaVinci Resolve oder Fusion immer irgendwo auf Sendung. Du kannst dir einen Modifier so ungefähr vorstellen wie ein Radio, der die ganze Zeit aus einer Ecke irgendwelche Sendungen überträgt. Und wenn du Bock hast, diese Sendung zu empfangen, dann stellst du einfach den richtigen Regler ein und sagst Connect to, dieses Programm möchte ich hören. Und das machen wir jetzt auf unserer Animation. Okay, ich habe jetzt 2 NMCurves Modifier. Einer auf dem Dissolve und einer auf dem Rectangle. Damit ich die besser auseinanderhalten kann, klicke ich zuerst auf meinen Dissolve, gehe in meinen Modifier und mit Rechtsklick sage ich Rename. Und nenne das jetzt AA Timing. Weil AA steht immer ganz oben und das ist dann nicht mehr so AA-arschig zu finden. Okay, wir haben jetzt unsere Master Timeline Control erstellt. Das ist ein Modifier, der ist jetzt auf Sendung und kann von allen anderen Parametern abgefangen werden. Und dann gehe ich in mein Rectangle, in den NMCurves Modifier, der auf der Width liegt, und kann jetzt sagen, hey, send mir die Source mal auf Custom. Und jetzt möchten wir diesem NMCurves Modifier sagen, hey, richte dich mal nach der Master Timeline Control. Und da sage ich mit Rechtsklick auf den Input, Connect to AA Timing Value. Jetzt zeigt er mir hier auf dieser Node an, dass ich sowohl den AA Timing Modifier habe, als auch den NMCurves on Width. Wichtig ist, dass du die beiden nicht miteinander vertauschst, weil der Master Timing bestimmt ja jetzt den NMCurves und der NMCurves bestimmt den Width-Parameter in diesem Tool. Und was bedeutet das jetzt konkret? Wir haben ja jetzt den Input-Parameter durch den anderen NMCurves-Modifier bestimmt. Das bedeutet, das hier ist nicht mehr unsere gesamte Timeline, sondern die Timeline von dem Master-Timing. Bedeutet, wenn ich den hier jetzt auf Custom stelle und ganz weit nach drüben ziehe, richtet sich jetzt dieser NMCurves-Modifier danach und du siehst, er ist instant groß. Was das auch bedeutet, ist, dass diese X-Timeline in dem untergeordneten NMCurves-Modifier sozusagen jetzt die Ein-Animation ist. Bedeutet, dass hier dieser 0.5 ist die Hälfte der Ein-Animation. Bedeutet, wenn ich die Ein-Animation zur Gänze ausspielen möchte, dann müsste ich so etwas zeichnen. Und das verhält sich dann wie folgend. Wenn ich in den Master-Timeline-Control gehe, ist dieser Punkt hier, wenn der auf 1 ist, genau dieser Punkt hier drüben. Und alles, was sich in dem Master-Timeline-Control hier dazwischen abspielt, ist genau dieser Weg. Bedeutet, ich kann jetzt hier zum Beispiel auch wieder mein Easing einfügen. Ich stelle das Easing mal auf Quad und auf Bounce. Jetzt spielt er mir quasi hier am Anfang eine quadratische Ein-Easing und hier am Ende ein Bounce auf dem Master Timing. Und das siehst du. Du siehst auch, hier bleibt er stehen. Hier ist er fertig.
Und wenn ich das jetzt rückanimieren will, dann kann ich hier in der Master Timeline Control einfach Mirror eingeben. Und damit ist meine Animation natürlich doppelt so schnell, aber geht auch wieder zurück. Und das, was ganz wichtig zu wissen ist, auf dem Rectangle darf ich jetzt hier in dem With Anim Curves kein Mirror mehr haben, weil ansonsten kriege ich das Vierfache. Weil der geht ja, dann geht ja diese Animation rein und wieder raus und dann fängt sie nochmal an. Du siehst es auch, wenn ich das jetzt abspiele, dann ist sie vierfach da. Deswegen Mirror raus in den untergeordneten Anim Curves Modifiern. Wie könnte das jetzt zum Beispiel in einem praktischen Beispiel aussehen? Als kleines Demo-Beispiel habe ich jetzt hier vier einzelne Polygons, die die Hälfte eines Herzens darstellen. Und die habe ich in eine Mirror-Node gefügt, damit ich eine symmetrische Animation habe. Okay, und dann habe ich meine Master-Timing-Control, auf der natürlich auch mein AA-Timing-Modifier liegt. Und jetzt möchte ich die Länge dieser einzelnen Pfade animieren anhand meiner Master-Timeline-Control. Dazu gehe ich in die Tools und möchte diese Length der einzelnen Pfade animieren mit Rechtsklick Modify with Anim Curves. Und das mache ich jetzt für alle Pfade. So, alle meine Pfade haben jetzt jeweils einen Anim Curves Modifier auf ihrer Length. Und jetzt kann ich diese Anim Curves Modifier über Custom, Rechtsklick, Connect to AA Timing Value eingeben. Jetzt bestimmt meine Master Timeline Control die erste Länge. Jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann jetzt zum Beispiel den ersten Pfad animieren, indem ich zum Beispiel sage, okay, der soll am Anfang ganz langsam schleichend reinkommen und am Ende schleichend rausgehen. Etwas anderes kann ich jetzt auf dem nächsten Pfad machen. Ich gehe jetzt dahin, setze meinen Anim Curves Modifier auf der Length auf Custom mit Rechtsklick, Connect to AA Timing Value und habe jetzt die Möglichkeit, wenn ich zurück auf dem Anim Curves Modifier auf der Length gehe, den wieder auf Custom zu stellen und kann jetzt sagen, hey, warte mal die Hälfte der Animation ab, also 0.5, starte dann super schnell und ease super schön aus. Auf dem nächsten Pfad könnte ich wieder eine andere Animation beschreiben, zum Beispiel, dass ich sage, okay, nochmal versetzt und der soll als erstes fertig werden. Und mit Shift F kann ich das easen. Und auf dem letzten Pfad machen wir auch noch eine. Und damit habe ich jetzt verschiedene Pfade, die unterschiedlich animieren und die allerdings alle abhängig von dieser Master Timeline Control sind. Ich kann jetzt diese Animation langsamer ziehen und ich kann natürlich auch eine Ausanimation anhaken, indem ich einfach nur Mirror eingebe. Und ich hoffe, du siehst, dass dieser Workflow vielleicht für den Ersteller von dem Preset im ersten Moment mehr Arbeit ist. Aber auch, dass dieses Preset, was du dann erstellt hast, viel, viel mehr Mehrwert hat, weil es flexibler und vor allen Dingen einfacher zu steuern ist. Und wenn du jetzt mal komplette Presets mal runtergebrochen anschauen willst, dann schau dir doch mal meine gratis Callout-Titles an, die du auf meiner Webseite findest, weil die sind auch alle beschrieben, wie du die erstellst. Und ich wünsche dir viel Spaß damit, du findest das hier drüben und bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.